Die besten Karten für deine UV-Liste von zwei echten Profis für dich getestet. Servus, grüezi und hallo, es ist wieder Topseller Montag. In freudiger Zusammenarbeit mit MMTV darf ich euch heute die besten Karten, die sich bei uns herauskristallisiert haben, um ja ein paar extra Coins zu machen auf der UV-Liste, sollten die auf keinen Fall fehlen. Ja, ihr seht hier so ein paar Verkäufe von meiner Seite, es sind seit gestern Abend 19 Uhr so bestimmte Karten. Ich meine, wer meinen Kanal hier kennt, 100 Likes, by the way, wäre wieder the way to go. Das zeigt mir, das zeigt uns, dass ihr dieses Format haben möchtet, auch weiterhin. Und wir setzen uns da immer hin und sprechen für euch dann, oder wir bereiten für euch 30 Karten auf heute im Gesamtwert von 200.000 Münzen, die wirklich ohne Risiko stetig Coins bringen. Mittwoch dann ist wieder das große UV-Listen-Update, da gibt es wieder UV-Listen bis 500.000 Coins. Bitte schon mal den Wecker stellen. Mittwoch so, keine Ahnung, ich denke mal, 15.15 Uhr kommt das Video. Heute bin ich so um 17 Uhr dann live auf Twitch. Wer da Bock hat, schaut gerne rein. Und ja, hier so Verkäufe seit gestern Abend 19 Uhr. Kurzes Prinzip für alle nochmal erklärt. Werde ich dann natürlich gleich nochmal ausführlichst machen. Aber bevor wir richtig reingehen, gestern David Beckham gekommen. 400.000 Coins, glaube ich, so in dem Drehraum. Ja, 10 SBCs, was ich mega schade finde. Und da möchte ich auch wirklich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los ist. Aber das war letztes Jahr schon immer cool. Zumindest die ersten beiden SBCs, die Bronzekarten abgeben, die Silberkarten abgeben und dann zwei seltene Goldspiele dafür zu bekommen. Das wurde jetzt auch geändert von EA. Keine Ahnung, es wirkt irgendwie so, als würden sie uns so ein Stück weit etwas wegnehmen, was uns die letzten Jahre schon sehr viel, sage ich mal, auch gute Karten gebracht hat. Das hat man dann immer klassisch bei den Icon-SBCs abgeschlossen. Man ist jetzt für mich zwar jetzt, sage ich mal, wenn sie jetzt jede Woche eine geile Icon-SBC bringen würden, oder zwei zumindest, dann wäre das noch in Ordnung, ja, weil dann sagen wir, hey, cool, dann haben wir geilen Content, da freuen wir uns drauf. Aber wenn sie uns das jetzt noch wegnehmen und dann kriegen wir wieder alle vier Wochen nur eine Icon, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Und ja, habe ich schade gefunden. Gestern war dann auch noch Mini-Release von den weiteren Road to the Knockout-Karten mit Mario Götze etc. Aufgaben, Road to the Knockouts Cup. Soll sehr schwitzig sein, habe ich mir sagen lassen. 10 Siege holen, jeden Tag glaube ich 5 oder 6 Spiele, oder? Warte mal, schauen wir mal schnell, wie viele Spiele das wir haben. Road to the Knockouts Cup, 4 Spiele jeden Tag, soll sehr schwitzig sein, muss ich heute noch ran, ja, weiß nicht, wie geht's euch, da schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Road to the Knockouts Cup empfindet. Ich finde es auf jeden Fall nice, die Belohnungen sind sehr, sehr gut, Untrades kommen und ja, 80x5 seltene Goldspieler-Pack für 10 Siege, ja, mal gucken, wie lange das dauert. Jetzt auch letztes Jahr hat man teilweise mal 6 Spiele, mal 5 Spiele. Und dann haben wir noch die Squad Battles, die Rivals, die Weekend League Quali und die Weekend League an sich zu spielen. Schon sehr viel Gameplay, sehr viel für die Grinder. Das kann man natürlich positiv hervorheben. Für mich persönlich, ja, irgendwann wird die Zeit auch knapp. Ne, Content machen, dann gehe ich noch live 2 Stunden. Dann soll ich noch Weekend League Quali, Rivals. Das kann ich alles gar nicht schaffen. Und natürlich die Trading Liste soll auch noch schön befüllt werden. Das ist, ja, aber für diejenigen, die mehr Zeit haben von euch, natürlich optimal. Ja, bei mir läuft so, UV, überteuert verkaufen, mache ich sehr, sehr gerne. Wie läuft es jetzt hier? Einen Lloris, Bremer, Sterling, Emre Can, Carvajal, Ualobi, Sörloth, Neto, Boscalli haben sie verkauft. Boscalli, Sörloth und Uahabi brauchen zum Beispiel keinen Chemistry Style. Alle anderen, die aber jetzt hier spielbar sind, brauchen einen Chemistry Style. Wie gehen wir vor? Wir gehen dann auf Team. So kannst du am schnellsten über die Konsole einkaufen. Über die Web-App wäre es dann natürlich noch ein Stück weit einfacher. Stellen uns ein, meinetwegen den Hugo Lloris. Ja, und gucken erstmal, was kostet Hugo Lloris. Steht momentan bei 1.700, 1.800. Sehr, sehr beliebte Karte, französischer Keeper in der Premier League. Und dann versucht ihr den mit einem Glove für 1.800 Max, gerne auch 1.700 zu kaufen. Und wenn ich jetzt Platz hätte auf der Liste, würde ich ihn dann plus 1K anbieten. Oder wenn der Zahlendreh möglich ist, kostet die Lloris jetzt zum Beispiel 2.300, könnte man für 3.200 oder 4.200 anbieten. Ja, so gehe ich durch. Wichtig ist hier bei diesen Karten einfach der absolut, ja, der Chemistry Style. Ich werde euch aber gleich noch die einzelnen Karten dann im Detail sagen, welche Chemistry Style bitte drauf soll. Das ist im Prinzip immer das Gleiche. Bitte nochmal vorweg, und ich muss die Information immer wieder bringen. Ouchies, ich weiß, es nervt euch, aber Chemistry Styles immer auf die Karten, auf die spielbaren, auf die nicht spielbaren, so Karten, die bei SBCs benötigt werden, wie Uabi, Boscalli oder Sörloth, braucht ihr keinen Chemistry Style. Okay, jede Karte nur einmal nehmen, testen, stündlich anbieten und nachkaufen, was sich verkauft. Ja, geduldig bleiben und nicht davon ausgehen, ich zeige euch jetzt eine Karte und die verkauft sich dann 100 Mal in einer Stunde. Nein, diese ganzen Verkäufe hier kommen zusammen, indem ich seit gestern 19 Uhr meine Liste stündlich angeboten habe. Okay,
Gehen wir kurz rüber. Habe die ins Internet. Ich habe dann auch so eine kleine Serie gestartet auf meinem X- und IG-Account. Könnt ihr euch gerne anschließen, wenn ihr da immer wieder täglich, also unter dem Tag, auch Inspirationen haben möchtet. Packe ich euch in die ersten in den ersten Kommentar des Videos. Coins Doubled Sterling habe ich gekauft für 1400 mit einem Hawk. Das sieht man hier ganz gut. Könnt ihr auch gerne mal reinzoomen, das funktioniert auf YouTube. Und habe ihn dann verkauft für 3100. Habt ihr auch gerade gesehen, noch auf der Liste. Macht einfach Coins, und Coins-Verdoppler. Okay? Ich sage immer noch eine kleine Beschreibung dabei, was man beachten sollte. Und so weiter und so fort. Genauso macht es Manuel, postet auch seine Verkäufe im MTV, also hier auch erster Link in der Kommentarfunktion. Hier siehst du zum Beispiel einen Rise, hat er sicherlich mit dem Anchor oder einem Shadow drauf, Ramsdale mit dem Glove, Bremer wie hatte ich zum Beispiel mit dem Shadow, ich weiß nicht, ich denke mal ihr auch und Schlotterbeck nochmal. Sicher bekommt ihr viele weitere Inspirationen, welche Karten gut auf der ÖV-Liste laufen. Ja, und so hangeln wir uns dann gleich durch. Also schadet definitiv nicht, da unsere Accounts auszuchecken. Team of the Week 4 wird am Mittwoch kommen. Giroud im Tor, er hat ja die letzten Minuten als Goalkeeper verbracht. Weiß ich nicht, ob das EA dann schon im Kreuz hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der im Laufe des Jahres kommen wird. Antonio Silva wäre eine coole Karte. Fande Fan wäre wahnsinnig. Einer der besten Innenverteidiger wahrscheinlich aus der Premier League dann. Hakimi ist favorisiert. Mkhitaryan natürlich mit seinen 2 Toren. Guirassy mit 3 Toren. Vinicius wäre big. Coman 2 Tore sicherlich dabei. Und in der unteren Reihe haben wir noch, ja. Sage ich mal, die Silla als Stürmer vielleicht für Low Budget. Das ist eher so eine überteuert verkauften Reihe dann Aubameyang. Da bin ich gespannt, was dann im Endeffekt kommen wird. Aber die Team of the Week und die Prediction ist von Viv EAFC. Die Predictions sind auf jeden Fall immer sehr, sehr gut und die Team of the Weeks bisher auch sehr gut. Ja, vorab, bevor wir jetzt die Top-Seller anschauen, ihr könnt euch die Karten immer selber suchen. Wer sich die Karten selber sucht, ist natürlich irgendwann einmal im Vorteil, weil wenn man da so einen kleinen Schatz gefunden hat, der sich gut verkaufen lässt und nicht alle den auf der Liste haben, dann heißt es das meistens, dass man da hingehend auch ein paar extra Coins macht. Player Game Performance bitte auswählen, euer Budget einstellen, was ihr halt ausgeben wollt, 0 bis 5K beispielsweise. Dann ordnet ihr das Ganze nach Spielen hier und dann habt ihr die meistgespielten Karten und die holt ihr euch dann mit dem bestmöglichen Chemistry Style. Ja, zum Marktwert snipen, ran da. That's it. Und dann immer gerne durchtesten. Also, da könnt ihr eine ganze Liste erstellen, je nach Budget, was ihr Bock habt. Oder ihr folgt einfach unseren Channel regelmäßig. Ihr wisst es, Montag kommen immer die Top-Seller und dann am Mittwoch kommen komplett gebaute, überteuert verkaufen Listen für euch. Jetzt für alle, die jetzt hier mit am Start sind, bitte aufpassen. Ich sage euch mal ganz kurz den Chemistry Style dazu. Euer Ziel ist jetzt nicht, den Preis zu erzielen, der hier rechts neben steht. Ich weiß nicht, sieht man den gerade? Ne, sieht man nicht, passt eh. Euer Ziel ist immer, auf die Karte drauf zu gehen, auf AOA beispielsweise. Und dann versuchen, den AOA so günstig wie möglich auf dem Markt zu snipen. Mit dem Chemistry-Style steht gerade bei 16K. Das ist eine Spezialkarte, mega gute Werte, definitiv auch auf der Liste. Die ganze Liste kostet euch 200.000 Münzen. Bremer mit Shadow oder Anchor, Ramsdale mit dem Glove, Schlotterbeck, also Verteidiger, auch immer Shadow oder Anchor, Torhüter mit Glove, Camavinga, Shadow, Anchor, Kanté genauso. Dest ist der Road to the Knockouts, Mofi ist der Inform. Dann Ricken ist ein Hero, genauso wie Kanu. Die könnten natürlich noch ein bisschen günstiger werden, aber aktuell schauen die Preise sehr gut aus. Ricken habe ich für 32 verkauft, Kanu auch, dann raus am Wochenende. Jota für 6,2 bitte mit dem Hunter, Onana mit dem Glove und die Cirelli. Ne, absoluter Geheimtipp für die Liste, kostet aktuell 7.500, könnt ihr mit dem Hunter auch auf die Liste packen. Wirklich versuchen zum Marktwert die Karten dann zu snipen. Nächste Seite der Liste ist ein Openda, der war vorher bei 2300. Seht ihr jetzt nicht ganz oben, ist ein bisschen abgeschnitten, Verzeihung. Trent Alexander-Arnold mit dem Shadow, Talisca mit dem Hunter, die Hemp mit dem Hunter habe ich genauso wie die Martinez mit dem Glove, Nunes mit dem Hunter, Cascarino mit dem Hunter, Martinelli, Jesus und Foden alle mit dem Hunter. Richtige Top-Karten könnt ihr euch auf die Liste packen, genauso wie den Timo Werner, Declan Rice, Joey Linton, Cuadrado, Bennacer und Donnarumma. Ja. Ich denke mal, das ist eine sehr gute Liste, kostet den Total 200k. Wenn das jetzt zu viel ist, Freunde, habt ihr die Möglichkeit, die BPM oder die Beat-Methode zu machen, wenn ihr unter 50k seid, ausführliche Videos hier auf dem Kanal. Wenn ihr jetzt sagt, nee, 100k ist doch lieber als Budget, dann nehmt nochmal die Top-Seller-Liste von letzter Woche, die kostet genau 100k. Und das ist hier so eine 200k-Liste, die vom Risiko sehr überschaubar ist. Mega gute Karten mit drauf. Preisgestaltung ist immer ein häufiges Thema. Bei so Karten wie in Donnarumma kannst du jetzt einfach einen Zahlen drin machen, wenn du möchtest. Auf 21k wird allerdings nicht so oft gehen. Kaufst du den in Glove und bietest dafür 15, 16 oder 17k an. Hast die drei Preisgestaltungen. Bennacer würde ich für 2,1, 3,1 anbieten. Mit einem Anchor für 2,1, mit einem Shadow für 3,1. Mit dem Anchor für einfach 1.000 da drauf, genauso Joelinton, Reis,
kann man genauso wie bei Foden, Jesus und Martinelli Zahlendreher anpeilen. Also einfach bei Martinelli haben wir jetzt 7.500 als Preis, könnte man ausgeben, weil er 5.700 wert ist. Oder bei einem Werner könntest du zum Beispiel auch 2.100, 3.100 je nach Chemistry Style machen. Und so ist wirklich von der Preisgestaltung her sehr viel Kreativität offen. Passt mir da bitte auf die Preisranges auf. Also nicht, dass ihr, es gibt ja für jede Karte eine maximale Preisrange, bleibt da bitte 10.000 Münzen weg. Und ja, das ist, ja, mehr ist es nicht, mehr braucht man nicht zu sagen. Mir macht es mega Spaß mit Manu gemeinsam immer die Formate zu machen. Ich hoffe, euch gefällt es, euch hilft es. Lasst gerne Feedback da und wir sehen uns dann um 17 Uhr live. Peace out.